Was mich interessiert ist, ich will mir das mal vorstellen können, wie läuft das ab? Du hast Leute ausgeraubt, du warst in Drogenlaboren unterwegs, du hast mit Waffen gehandelt, du hast mit 30 anderen Leuten, die dasselbe gemacht haben, wie du das gemacht, über welchen Zeitraum, wie lange habt ihr das gemacht? Du, ich habe das immer gemacht. Ich habe angefangen mit 13 dann da irgendwie die Leute zu suchen. So, ne? Konsequent, dann ist der Freundeskreis, hat sich verändert, so, ne? Also die Freunde, die dann nicht mitgezogen sind. Dieser Bernd ist zum Beispiel mitgezogen. Das wurde dann ein enger Partner in Crime, so. Dann bis zu meiner Verhaftung, als ich 21 war, habe ich konsequent nichts anderes getan im Grunde. So, klar, 13, 14 machst du noch nicht, du bist ein Kind. Aber so 16, 17 geht es dann langsam los, dass die Sachen halt zielgerichteter werden. Ja, aber was ist das auch für ein Gefühl, wenn du zum Beispiel als, keine Ahnung, 18, 19, 17-Jähriger das erste Mal in so ein Meth-Labor reinläufst oder sowas? Wo das wirklich halt schon dieses, so ein Volumen hast, wo du sagst, das ist ein Enterprise, das sind 35 Leute, die organisiert Schattenmonopol spielen. Also so, das darf man jetzt, ich bin jetzt auch kein hier Walter White, ne? Nein, ich weiß, dass du keiner bist, aber... Das erste Meth-Labor, das ich gesehen habe, war halt in dem Dachgeschoss im Grunde, ne? Mhm. Komplett selber aufgebaut. Ich glaube, wir haben da 15.000 Euro ungefähr investiert. Damals war Ephedrin zum Beispiel, weiß nicht, ob man das sagen kann, aber war noch leichter zu kriegen, das war alles noch nicht ganz so schwierig. Was mich fasziniert hat, war dann, ich weiß, was du meinst, dieses Gefühl der Faszination, das hatte ich dann eher, wenn ich mal jemand Alten getroffen habe, von dem ich wusste, so, oh, er ist mächtig halt. So, ne, wo ich dann so, ey, jetzt halt mal die Fresse, so, ne, wo mir schon gesagt wurde, so, ey, diesmal... Zum Beispiel, beschreib mal so eine Person. Ja, wir sind in Süditalien, mhm, in Kalabrien, so, und irgendein fetter alter Typ sitzt da halt und das ist mein Sohn, hier siehst du, so ein kleiner fetter Junge fährt auf dem Jetski vorbei und so, und davor wurde dir gesagt, er ist so, er, ihm gehört alles hier, so, und du denkst, und dann, ne, willst du ein Eis, und dann kriegst du ein Eis und so, und du denkst so, boah, krass, okay, gib mir halt auch ein Eis und so. Das ist ein krasser Moment, weil du weißt, der hat halt 50 Leute schon umbringen lassen. Das war so dieser Moment auch, okay, das möchte ich werden. Ja. Das möchte ich werden. Ja? Ich möchte ein fetter alter Mann werden, vor dem jeder Angst hat. Das war ein tiefer Wunsch bei mir. Ich glaube, ich finde es auch gut, dass du damit so offen umgehst, weil ich glaube, das ist ein verborgener Wunsch, den viele Menschen haben. Ja, weil wir aber auch nicht wissen, was das bedeutet. Ich wollte auch traumatisiert sein, zum Beispiel. Ja. Ich wollte, ne, ich habe das gesehen irgendwie so, ah, was heißt das, der hat ein Trauma oder der hat einen Haftschaden oder so. Ich so, krass, Mann, heißt das, er ist ein Pirat, der eine Augenklappe hat und nur einen Arm so. Ich wollte das. Ich wollte Narben haben. Da kommt auch noch was rein, was sehr, sehr schwer zu erklären ist, Selbstzerstörung. Ja, ja. Und wir hatten heute ein Gespräch mit jemandem, der 10 Stunden am Tag Twitch streamt. Boom, jeden Tag, 8 Wochen, 9, 10, 11, 12, 12 Stunden am Tag, 12 Wochen am Stück. Was macht er? Ja, ich habe Kopfschmerzen beim Aufstehen. Ach nee, du zerstörst, das ist dieser Drang nach Selbstzerstörung, den wir alle haben. Ob du hart trainierst, ob du kämpfst oder ob du dich in eine Gefahr bringst, aus der du nur von ab wieder rauskommst. Dosiert ist es ja gut, weil du wirst besser dadurch, aber ja, irgendwann ist es ein Wahn. Und vor allem, wenn du es mit der kriminellen Welt machst, kannst du nicht mehr entscheiden, wann es aufhört. Genau. Beim Sport höre ich auf. Ne? Du kannst aufhören. Bei der kriminellen Welt ist es so, da gibt es von Nietzsche dieses, wenn du lange genug in den Abgrund reinschaust, schaut der in dich halt. Ja. Und dann kommst du nicht mehr zurück. Und das kannst du nicht sehen. Ich habe vor kurzem eine Reaction gemacht auf einen 17-Jährigen. So. Der kann es nicht sehen. Und das hat mich auch gestört, dass die Leute dann so, ja, was. Ey, 17 Jahre, du siehst nicht die Zukunft. Du siehst nicht, dass Dinge, die du jetzt hast, solche Folgen haben, die du nicht mehr zurückdrehen kannst. Das ist super schwer zu sehen. Also ich habe es nicht gesehen, vielleicht ein anderer. Das Verrückte daran ist, ne, das ist biologisch sogar sehr, sehr gut untersucht. Also die haben das Aggressionspotenzial clustert quasi in einem Persönlichkeitsmerkmal, das nennt sich Harmoniebedürftigkeit. Das heißt quasi, wie hoch ist die Konfliktbereitschaft von Menschen? Mhm. Kannst du messen. Mhm. Und deswegen hast du ja, die Prison Population ist ja wirklich dominant männlich. Mhm. Mhm. Also die meisten gewaltbereiten Menschen sind männlich. Mhm. So. Das hat hormonelle Gründe, biologische, Testosteron. Das Witzige ist jetzt aber hier, du kannst es teilweise prognostizieren ab dem 2. bis zum 4. Lebensjahr, wenn du die wirklich intensiv beobachtest, die Jugendlichen, also die Kinder. Und du kannst darübergehend hinaus, kannst aber auch sagen, dass die Aggressionsbereitschaft circa ab dem 21. bis 25. Lebensjahr rapide abnimmt. Das heißt, ab dem 21. bis 25. fängt sie an abzunehmen. Ich könnte dir genau sagen, ich würde sagen, 26 war bei mir.
Ja? Wo ich mich wirklich anders gefühlt habe. So, wo ich weniger Mordlust hatte. Tatsächlich. Und wo ich auch anders gepolt war. Und ich hab heute so ein in den Workshops, ich sehe das richtig so, ne? Wenn du einen 16-, 17-Jährigen hast, wie die kochen teilweise. Weißt du, so, es brodelt so. Und alte Pädagogen, ohne jetzt Pädagogen, ich arbeite mit Pädagogen, ich liebe euch, ich brauche euch, wir arbeiten in einem Boot, aber oft hast du ältere Pädagogen, die das schon lange nicht mehr fühlen oder vielleicht auch nie in dem Maß gefühlt haben. Ja. Oder, und dann wird so verlangt, irgendwie, so verhalte dich, wie ich mich verhalte. Er kann ja, genau. Nicht, Mann, er explodiert gleich. So, und der Grund befindet sich einfach auf einer anderen Ebene. Ja, aber der Hormone ist, darfst du dabei wirklich nicht unterschätzen. So wie du gerade, wie ich du. Ich will jetzt nicht freisprechen bist. Von allem überhaupt und sagen, dass sie nicht schuldig sind überhaupt dafür. Nicht. Ne? Aber nicht. Es ist nur, das ist vielleicht auch eine Botschaft der Hoffnung, drehen wir es so rum. Mhm. Wenn ihr gerade in der Phase seid, es wird besser, steht durch, reguliert euch, versucht keinen Fehler zu machen, der euer Leben dauerhaft verändert. Und ich verspreche euch, mit 26 sieht die Welt anders aus. Jetzt und mit 36 nochmal, so bei mir ist jetzt schon rückwärts, ich fühle mich jetzt schon alt. Aber wie, ich meine, das kenne ich jetzt von mir selber, ne? Also wie gesagt, ich habe nie geklaut, ich habe mich immer geschämt, wenn ich jetzt irgendwo so die Gelegenheit hatte, irgendwas zu klauen, auf das ich Bock hätte. Ich habe also immer, nee, so, ich kann mit der Scham nicht leben, so, ich könnte es nicht, habe es nicht gemacht. Ich war immer so ein reflektierter Typ, wo ich aber wirklich einen kurzen Zünder war bei Schlägereien. Mm. Also da war ich immer so, ey Digga, wenn sich jemand darauf einlassen will, auf die Fresse will, das seine eigene Schuld. So, weißt du, das ist, wir sind gerade auf Augenhöhe, wir schlagen uns, hier gibt's, weißt du, ich meine, ich trete mich in die Eier und so, wir machen das halt wie Männer. Ne? Also diese Pseudokodex-Scheiße. Aber Clown ist halt so eine hinterhältige Geschichte. Ne? Mm. Und hier war das aber, es war immer eine super affektive Geschichte. Es war immer nur dieser kurze eine Moment, wo ich nicht tief eingeatmet habe und drüber nachgedacht habe. Und das lernst du mit der Zeit, wo du einfach sagst, ey, im Endeffekt sind wir selber. Wir schlagen uns, das geht eine Minute max. Aber wenn, kam danach die Scham, die beim Clown kam, oder kam die da nicht? Die kam, es kommt drauf an. Wenn ich verloren habe, war ich wütend und wollte den umbringen am liebsten. Wenn also du so, wenn du gewonnen hast? Dann habe ich mich ekelhaft gefühlt. Okay. Also ich habe mich und nie gut gefühlt. Vor, jetzt stell dir vor, also gewonnen, gewinnen Mann, tut er keinen. Christoph Rickel kenne ich, weiß nicht, ob der dir was sagt. Er wurde geschlagen und hat danach eine halbseitige Lähmung gehabt. Und er war davor ein Sportler und er macht heute auch Gewaltprävention. Und wenn du ihn siehst, siehst du so, was dieser eine Schlag tun kann. Ja. Ein Punch, Kopf gefallen und für ihn ist es halt, das ist krass zu sehen. Ja. So, ne? Und bei mir geht es oft so darum, auch Messer, was Leute das Messer bei sich tragen. Und dieser Moment, den du... Du hast vorher auch schon mal gesagt, so, dass viel im Leben halt einfach auch Glück ist. Ja. Hättest du in einem dieser Momente ein Messer in der Hand gehabt, weißt du, hättest du eins dabei gehabt, hättest du es in der Hand gehabt, hättest du dich vielleicht noch bedrohter gefühlt als normal, hättest du vielleicht sogar irgendeine Form von Schande in dem Moment noch oder so. Und dann hättest du vielleicht ein Messer einsetzen können. Und das ist so, wenn ich schon eine Sache nur Jugendlichen beibringen kann, dann ist es, lasst eure Messer zu Hause. So, nee, ne? das wird benutzt, also es war auch so, mir wurde mit Flaschen geschmissen, alles mögliche. So, und man darf kein Messer dabei haben, um in dieser Phase, besonders in dieser Phase so, zwischen 16 und 25, du kannst dir dein Leben mit einer Bewegung so kaputt machen. Und in dem Moment, wenn du dich zurückerinnerst an den Moment, wo du jemanden geschlagen hast, der dir echt richtig blöd gekommen ist, man denkt sich, ich bring dich um, Alter. Ja. So. Ja. Und das ist halt, das ist krass. Es fühlt sich gerecht an, so, es fühlt sich richtig es an. Es fühlt sich gerecht an, es fühlt sich richtig an. Und wenn du ein bisschen Pech hast, beendest du an dem Tag halt ein Leben. Und das fühlt sich auf jeden Fall am nächsten Tag nicht mehr richtig an. Es fühlt sich auch nicht richtig an, wenn du dem nur die, also wenn er nur eine aufgeplatzte Lippe hat. Ich habe, ich weiß, was du meinst mit dem fairen Kampf. Dazu muss man eine Sache sagen. Wir sind jetzt hier. Ich rede aus der Sicht von einem 15, 14-Jährigen. Genau. Wir sind jetzt aber in Deutschland so irgendwie. In den letzten Jahren hat sich so eine Entwicklung gegeben, dass das nicht mehr toleriert wird. Was? Ein fairer Kampf. Ja. Das gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit, dass zwei Jugendliche einen Kampf austragen. Es ist, wie es ist. So, ne? Man kann darüber streiten, warum wir haben halt immer, unsere evolutionsbiologische Entwicklung ist langsamer als unsere gesellschaftliche. Deswegen ja, sind schön wir gesagt. Testosteronbomber teilweise in einer Welt, in der eine Ohrfeige eine Anzeige nach sich zieht. Ja. Man kann darüber streiten. Ich bin eigentlich froh, weil dadurch gleichzeitig ist das ja auch die sicherste Zeit, in der wir je gelebt haben. Ja. Und wenn du jetzt geht es nur noch darum, was kannst du stattdessen tun? Und da ist Sport zum Beispiel einer der Key-Elemente, also einer der Schlüsselelemente ist Sport. Bring es dorthin, dann kannst du dich messen, du kannst gewalttätig sein, du kannst
du kannst Gewalt erfahren, das geht ja auch drum. So. Es ist sehr, sehr wichtig. Du hast bei diesen Schlägereien, deswegen ist es interessant, vielleicht falls es euch nicht aufgefallen ist, er wurde sauer, wenn er gewonnen hat eigentlich, hat er dann, nicht sauer, er war traurig, wenn er gewonnen hat. Das Leid, das du ausgelöst hast, wurde dir bewusst, wenn du gewonnen hast. Wenn du verloren hast, kam ein anderes Gefühl eigentlich. Das wurde noch schlimmer. Und gleichzeitig hast du in der Zeit aber eine wichtige Botschaft bekommen, nämlich auch du bist nicht aus Glas. Ja. So, du hast das gelernt, ne? Ich kann was aushalten. Wo sind meine Grenzen? Wie? Okay, ich... Und das alles ist schon wichtig und es ist gerade, ich hasse es zu gendern großartig, aber es ist gerade für Jungs wichtig. Das ist für Jungs wichtig. Es ist ich finde, das ist ja gar nicht gegendert. Männer haben Schwanz, Frauen nicht. Wir sind beides Menschen, aber man hat Geschlechterunterschiede, biologische. So, ne? Also hier hormonelle, vor allem hormonelle Unterschiede. Die halt ich meine, wir sehen das doch in der echten Welt. Wie viele Frauen sind im Gefängnis? Viel, viel weniger. Es ist einfach eine. Und wenn dann für eine normalerweise andere Taten. Wobei Frauen, man sagt immer so schnell, Frauen sind weniger gewalttätig, was nicht unbedingt stimmt. Es gibt Frauen auch einen kleinen Anteil von Frauen, die hochaggressiv gewalttätig. Frauen sind weniger expressiv gewalttätig. Die tun sich selbst gerne, also nicht gerne, aber die Gewalt richtet sich ganz oft nach innen. Ja. Und da hast du jetzt zum Beispiel, wenn du dann auf sowas guckst wie Essstörungen oder selbstverletzendes Verhalten, da ist der Anteil bei Frauen halt eigentlich genau so viel höher, wie es bei der expressiven Gewalt bei Männern höher ist. Dafür kommen sie halt nicht in den Knast. Aber in die Psychiatrie, oder? Genau. Nö, auf jeden Fall. Vor allem ist natürlich die Frage, sie verletzen zumindest keinen anderen. Ja. So, ne? Und du hast halt, nur weil du einen schlechten Tag hast, kann es halt sein, dass du jemanden mit 16 jemanden den Schädel einschlägst, so, der halt eigentlich nur blöd geschaut hat. Ja. Und das ist auch nochmal ganz interessant, so, wenn du an die Streits denkst, die du hattest. Ich konnte früher nicht mal mit der U-Bahn, Nürnberg, Insider, von Röthenbach zum Plärrer fahren. Das sind 6 Stationen oder was, oder 5 Stationen. Weil irgendein anderer Jugendlicher mir gegenüber gesessen ist, 100% in der Zeit und blöd geschaut hat. Und dann schaust du weg, dann schaust du immer noch, boom, habe ich einen Streit. Wieso kann ich heute durch ganz Deutschland den ganzen Tag reisen und ich habe nie einen Streit? Es liegt nicht nur daran, dass ich jetzt 100 Kilo habe, sondern es liegt daran, dass ich die Welt mit anderen Augen sehe. Dass ich selbstsicher bin und nicht mehr vor lauter mich testen wollen, ständig Streit suche. Aber was ist passiert in deinem Kopf, wenn du so diese Momente hast von, was guckst du mich so dumm an? Weil das ist zum Beispiel, so ein Level von Aggression hatte ich so gut wie nie. Okay. Also wirklich nur, wenn ich einen katastrophalen Tag hatte und jemand irgendwie mich mit Hurensohn beschimpft aus dem Nichts, dann bin ich in so einem Modus. Wo ich sag so, ey, ich bin eigentlich fast bereit, als Erster zuzuschlagen. Ich würde gar nicht mal unbedingt sagen, dass es Wut war, sondern bei mir war es Angst. Ja? Es war Angst. Sobald ich Angst bekommen habe, bin ich gewalttätig geworden. Das hätte ich damals so nicht formulieren können, heute weiß ich es. Also, du hast dich bedroht gefühlt? Bedroht gefühlt und ich war mir meiner Fähigkeiten noch nicht sicher. So, ich bin mir heute relativ sicher, dass ich jetzt 1:1, ne, ich mache mir nicht viel Sorgen. So, ich kann es vermeiden, ich kann es deeskalieren, Aber wenn es hart auf hart kommt, so ist jetzt... Ja, wenn es hart auf hart kommt, bin ich nicht aus Glas und wenn ich verliere, verliere ich halt. Aber ich hoffe, gewinnen zu... passiert aber auch nicht, weil ich würde auch die Beleidigung nehmen, ich würde sogar den ersten Schlag nehmen. So, es ist nicht... Das interessiert mich nicht mehr. Aber damals war so, ey, was ist, wenn er mir jetzt und so und was würden die anderen sagen und was würde ich denken und könnte ich dann noch? Das waren so viele Unsicherheiten und so viele Ängste, dass ich dann damit Gewalt reagiert habe. Und mit exzessiver Gewalt. Und ich erinnere mich an einen Moment zum Beispiel... Wie dieser Learning-Moment, so, ne? Wie er sich das gelöst hat. Aber das war so ein Schlüsselmoment. Ein anderer Schlüsselmoment war, war ich so 14, 15 und ein Typ, das war ein Halbamerikaner, war so 3 Jahre älter und wir standen so da und haben irgendwie über das Kiffen geredet und bla bla und ich so, ja, ich kann auch was besorgen oder irgendwie sowas. Und er so, wenn du jetzt 100 Gramm hättest, würde ich sie dir einfach wegnehmen, du Scheißer so. Und der war halt einfach 3 Jahre, 14, 17, 18, das ist halt ein großer Unterschied. Ja, also das ist ein gigantischer Unterschied. Der klatscht mich an die Wand, weißt du, so ohne Probleme halt. Und ich war so, shit, der hat recht. Nächsten Tag ein Messer mitgenommen, übernächsten Tag Küchenmesser, danach eine Axt, so, weißt du, nicht so, aus diesem Gefühl wieder raus, so, ich habe Angst. Und Angst war ein begleitender Faktor durch meine komplette kriminelle Laufbahn. Und das liegt daran, dass ich ein reflektierter Typ bin. Die selbstsichersten Kriminellen, die ich kenne, haben diese Fähigkeit nicht. Die denken, es klappt. Die denken, alles klappt. Die haben keine Angst. Die haben keine Angst.